gebrochenem Schulenglisch abquälen. In 5 Wochen wird Sarah die Au-pair-Stelle bei der fremden Familie antreten, die sie bisher nur vom Foto kennt. Ich hoffe, dass das vor allem für mich, für die Zukunft viel bringt. Vor allem in Englisch mit der Sprache, dass ich da sehr weit komme, weil ich die echt gerne beherrschen möchte. Denn denke ich mal, weil ich sehr auf mich allein gestellt bin und viel Verantwortung auch für die Kinder übernehme, dass ich vielleicht auch selbstbewusster und selbstsicherer werde. Dass ich viel lernen werde, denke ich mal, und hoffe ich auch neue Menschen kennenlernen werde und vielleicht mit denen Kontakt auch länger halten kann. Auch sogar vielleicht für immer. Vielleicht trifft man auch gute Freunde da. Man weiß das ja nicht. Es ist 9 Uhr. Also, hallo. Hallo, hier ist Sarah. Hi Sarah, how are you? Fine, and you? Very good, thank you. Fine. I have some questions to you. Is that okay? Okay. Okay. Sure. Can I go to my account with my card, a T card? I'm sorry, can you what? Your bank. And my bank? The money. Uh-huh. With the money, can I to my account? Der Stand in Englisch ist einfach grausam. Und ich denke mal, genau deswegen ist ja auch jetzt dieser Grund, dass sie dorthin kommt. Sie soll Englisch lernen. Und sie wird ja gezwungen, Englisch zu lernen. Sie muss im Supermarkt einkaufen. Sie muss den Kindern erzählen, was sie zu tun haben. Sie muss sich mit der Familie unterhalten. Die Familie kann kein Deutsch. Das finde ich eigentlich, ich persönlich, perfekt. Do you know how just much cost it to send a package to you from Germany? Heute wird Sarah noch ein bisschen telefonieren müssen, weil was braucht sie an Klamotten? Was ist mit Medikamenten? Wie wird ihr Tagesablauf aussehen dort drüben? Auf was muss sie sich einstellen? Was ist der Familie wichtig bei der Kindererziehung? Also zumindest, dass man ein paar Eckdaten hat, damit man nicht ganz unvorbereitet ankommt. Wird sie ein eigenes Zimmer haben? Was ist mit Handy? Wie kann sie Kontakt zu uns in Deutschland aufnehmen? Darf sie den Computer benutzen? Funktioniert die EC-Karte in Kalifornien? Kann Papi auch mal Geld rüberschicken, wenn es kneift? Diese Geschichten halt. Good, thank you. Okay, is that it for today? Yes. Okay, well, it was nice to talk to you. Okay. All right, thank you, Sarah. Bye-bye. Okay, bye-bye. Thank you. Bye. Tschüss. Alles klar? Ja. Gut. Alles Hast klar. du das alles also, verstanden? Ja, doch. Handtücher und Bett haben wir alle da. Tja, nun wird es ja doch spannend, ne? Jetzt ja. geht's los. Nee, ja. Eigentlich haben wir jetzt alles geschafft. Jetzt ja. brauchen wir nur noch die Tickets. Und dann geht's los. Bist du aufgeregt? Ja. Jetzt? Langsam, ja. Alles Je näher das kommt. Jetzt geht's los. Ja. Ja. Aber dann haben wir ja alles zusammen. Mhm. Dann brauchst du ja keine Gedanken mehr machen. Ja. Und ich meine, wenn dir noch was einfällt, kannst du ja immer noch bei. Du schaffst das schon. Ich schaff das auch. Ne? Kriegen wir geregelt. Hab ich auch gar keine Angst, dass du es nicht schaffst. Ne? Okay. Als sie dann halt auflichtet, da merkte man, oha, jetzt wird's ernst. Jetzt hat sie gehört, wo sie hin soll, wo sie hingehört das nächste Jahr. Und ich denke mal, da hat sie doch einen kleinen Schock gehabt, dass sie gesagt hat, jetzt ist es ernst. Sie war noch nie weg. Also wenn dann mal für eine Woche oder 14 Tage. Und jetzt sollst du als Mutter dann plötzlich loslassen. Und das kommt natürlich immer näher auf dich zu. Ja, und wenn sie dann anfängt zu kuscheln und so, dann weißt du auch, dass du das dann für ein Jahr dann nicht mehr hast. Ne? Also um Sarah vorzubereiten, wenn sie nach Kalifornien geht, tue ich eigentlich nicht viel. Also ich bin eigentlich diejenige, die dann hart ist. Wenn sie sagt, oh, ich will doch nicht und ich werde euch alle so vermissen und was nicht alles, dann bin ich diejenige, die eigentlich sagt, Sarah, ein Jahr ist nicht lange. Das geht schnell um. Und du wolltest das schon immer, es ist immer ein Traum gewesen. Du siehst New York, du siehst Kalifornien, du kannst da überall reisen und mit der Familie und das wird alles schon gut. Sarah und Jana beim Styling für die Geburtstagsparty. Für Sarah heißt es heute gleichzeitig Abschied nehmen von ihren Freunden. In Sachen Mode haben die Zwillinge fast immer den gleichen Geschmack. Deshalb gehen sie auch oft im Partnerlook. Trotzdem gibt es Ausnahmen. Also, dass wir so die gleiche
also den gleichen Stil haben, das gleiche Leiden mögen, von daher, also es ist keiner, der jetzt der Anführer ist, der sagt, das ist jetzt blöd und das ist jetzt gut, kauf nur das, sondern beide mögen halt eigentlich immer das gleiche Leiden. Es gibt mal Ausnahmen, klar, dass mal eine das, wenn es ein bisschen zu flippig ist für mich jetzt mal, wegen kauft da sich das, aber trotzdem mag ich irgendwo leiden, bei ihr dann halt nur nicht bei mir. So wie die goldenen Schuhe jetzt zum Beispiel auch. Die finde ich schön, aber bei mir würde ich sie jetzt nicht leiden mögen. So, okay, fertig. Ich bin auch fertig. Dann lass mal gucken. Mal. Ja, gucken, was wird. Ich hab's ja schon richtig, oder? Mhm. So. So, das ziehen wir an. Ja. Ich hab schwarze, du bist weiße. Ja. Mit deinem goldenen Schmuck und so. Ja, ich habe nur silberne Ohrringe. Das ist ein bisschen blöd, ne? Ja, macht ja nichts. Das hast du eh auf. Stimmt, sieht man eh nicht so. Ja. Geburtstag, beziehungsweise Janas und mein Geburtstag haben wir bis jetzt ja 20 Jahre lang immer zusammen gefeiert. Aber ich glaube, dass das nicht so schlimm wird, weil Geburtstag feiert man normalerweise mit vier Freunden. Gut, klar, einmal einen Tag nochmal Kaffee trinken mit der Familie, aber ich glaube nicht, dass ich das so vermissen werde. Aber Weihnachten, das wird schwerfallen, weil seit 20 Jahren feiern wir bei meiner Oma Weihnachten. Also das wird mir schon schwerfallen, glaube ich, nicht bei meiner Familie zu sein. Was soll denn? Mit dem Grillen machst du das. Das mache ich, klar. Stellst du dich hin? Wurst haben wir, ja. Kohle gekauft? Nee, Kohle haben wir alles gemacht. Nee, die nehmen wir mit. Wann kommen die alle? 19 Uhr. Ich denke mal, es ist 19 Uhr. Ja, 20 Uhr. Denken sollt ihr ja. Denkt ihr noch an euren 15., ne? Ja, ja. Das war eine Katastrophe. 12 hatten wir eingeladen. 50 kamen. Kinder brachten alle Alkohol mit. Und ja, damit begann das eigentlich. Ab 10 Uhr konnten die Kinder schon 2 Mädchen nach Hause fahren, weil sie alles vollgespuckt hatten. Dass das nicht so ausartet. Ja, ja. Ja, und wir müssen heute Nacht noch aufräumen. Das ist wichtig. Ja, ja, ja. Alles sauber machen und ja, so weiter. Ist ja kein Problem. So. Hauptsache, das artet nicht aus. Nee, wird nicht. Okay. Bis nachher. Okay, ja, ja. Bis dann. Tschüss. Also wir haben seitdem keine Party mehr gesungen und selber haben sie auch nie Alkohol mehr getrunken. Das heißt jetzt Sit-in. Ach so. Gott. Nicht mehr Party. Sit-in. Das heißt ruhige Spieleabende. Das wurde dann daraus. Und der 18. Geburtstag. Der wurde dann noch gefeiert. Aber da durften die Eltern bei sein. Kontrolle ist besser. Ja. Und heute haben wir es wieder. Abschiedsparty von Sarah. Willst du die Salate nehmen? Ja, ich nehme den Ofen. Ja. Dann nehmen wir die. Ich mache aber nur den Grill aus. Jo. Für die Feier hat ein Freund der Familie die Außenterrasse seines Restaurants zur Verfügung gestellt. Noch 5 Wochen bis zu Sarahs Abreise. Papa Michael denkt schon jetzt an die Zeit danach. Eigentlich haben wir jetzt ja ein paar Monate darauf hingearbeitet, dass sie jetzt los darf. Aber je näher der Termin rückt, ist das natürlich klar, dass man dann denkt, jetzt ist man ein Jahr allein mit einem Kind. Man hat 20 Jahre 2 gehabt. Das wird wahrscheinlich doch ein bisschen gewohnheitsbedürftig werden. Es wird leise werden bei uns im Haus, denke ich. Wir haben eigentlich immer, ich sag mal jetzt die ganze Kindheit durch, eigentlich immer nur Unterhaltung der Kinder verfolgt. Und das ist jetzt vorbei, ne? Hier. Lena, die beste Freundin der Zwillinge, ist schon da. Gesprächsthema Nummer 1 ist Sarahs amerikanische Gastfamilie. Hast du jetzt eigentlich schon Bescheid bekommen? Ja, genau. Ich habe heute die Blätter bekommen, also die ganzen Formulare und alles, wo ich unterschreiben muss. Ich weiß jetzt auch die Namen von den Kindern. Jessica, also er ist James, Erika, dann kommt Jessica, Catalina und Ryan. Mhm. Also die haben so die Namen. Ne? Ja. Und am 28. Montag gehe ich hier los. Dann muss ich aber nach Frankfurt, von Frankfurt nach New York. Wenn ich in New York bleibe, ich eine Woche erstmal. Ne? Ich? Ja. Den ganzen OP. Ach so, mit den ganzen OP. Ach so, OP erst muss das, dann da erstmal alles noch gucken und so. Und dann Freiheitsstatus und richtig geil. Ja. Oh, stressig, ey. Ja. Ich glaube, wenn es dann erstmal so weit kommt und Sarah ist am Flughafen und wir sagen alle Tschüss und ja, dann glaube ich, wird das erst Jana und Sarah beiden erst klar, richtig, wie dass Sarah jetzt weggeht für ein Jahr. Und bei ein Jahr ist ja auch eine ziemlich lange Zeit. Und das werden, glaube ich, dann erst richtig realisieren, dass sie dann wirklich weg ist. Hi.